Moin, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Elden Ring in Shadow of the Earth 3. Wir sind im letzten Part hier durch das Schloss durch und haben den ersten richtigen Richtigkeitsboss besiegt. Und ich habe Scheiße gebaut mit meinem Death Counter. Wir müssen den noch um einen erhöhen. Aber beim Wiedereinrichten ihn um eins zu niedrig eingerichtet, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen müssen wir einmal Plus machen auf 14 hoch. Und dann passt die Sache nämlich wieder. Ja, und wir kehren jetzt einmal nochmal kurz ins Schloss zurück auf der Suche nach dem Keller. Ja, moin. Die kleinen Kollegen wieder am Start. Na, es geht. Kommt ruhig alle ran. Besser töten. Und weg. Das hättet ihr wohl gerne, ne, ihr kleinen Kackbiester. Manchmal ist Anvisieren doch richtig dumm, ne? In dem Fall, so lässt es lieber sein, ne? Jetzt bei aller Liebe. Dann sind auch wieder dicke. Oh, ist das fürchterlich. Das Schlimme ist, ich weiß nicht mehr genau, wo es zum Keller geht. Oh. Ja, komm runter. Trau dich doch. Hallo. Die bleiben da jetzt einfach hängen, bis wir nämlich eine bestimmte Richtung gehen, nämlich nach da hinten. Und dann sagen die sich, ey, wir fallen jetzt mal von der Decke, weil wir Arschlöcher sind. Achtung. Da, guck, jetzt kommen die nämlich runter. Richtig eklig. Ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen, dass die da so oben so cool hängen. Also cool in Anführungszeichen. Wenn ich jetzt in Real hier rumlaufen würde, wäre ich schon schreiend wieder rausgerannt. Ne? Also in echt wäre ich hier nicht mehr drin. Bin ich ehrlich, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Würdet ihr das hier drin aushalten oder wärt ihr auch schon längst reißausmäßig weggerannt, so wie der Fuchs das getan hätte? Hey, moin! Klein und eklig bist du, ne? Aber zum Glück auch tot. Jo, okay, hier war nichts mehr. Das heißt, wir müssen die Treppe hoch. Genau, Treppe hoch und dann irgendwann kommt der Keller. Der kommt schon irgendwann. Der kommt, der Keller, der kommt. Keine Sorge, Leute. Wir finden den Keller wieder. Da waren jetzt erstmal noch zwei von den Biestern. Daran erinnere ich mich noch. Ja, dich wegmachen oder dich wegmachen. Geil, Omat. Dann kommt hier gleich ein Dicker noch. Wie man sich das auch instant so merkt, ne? Du bist jetzt, das erste Mal zockt man hier Shadow of the Earth Tree und man merkt sich trotzdem relativ gut. Versuch es mal wieder in seinen Arsch rein. Man muss immer kurz stehen bleiben. Also so. Kurz stehen bleiben und dann kann man eigentlich diesen geilen Angriff machen. Oder halt auch nicht. Cool. Diesen Stab-Angriff, weißt du? Einmal reinstabbern, aber irgendwie wollte er nicht. Na egal, dann mal weiter hoch. Schön ist das hier. Ich glaube, Licht brauchen wir nicht. Ist hell genug, so können wir die wunderbare Umgebungsbeleuchtung. Da kam einer, ja, ja, habe ich mir gemerkt, Bruder. Ja, ja, hättest du gedacht, ne? Hast du nicht gedacht, dass ich mir das merke? Aber habe ich mir gemerkt, aber auch ganz knapp. Als ich so die Treppe hochgegangen bin, ist mir das gerade wieder eingefallen, dass der Moment, da war doch was. Da kam doch gleich einer. Und war so. Gut, weiter. Wie war es dann hier? Hier kommt auf jeden Fall gleich der Keller. Der ist irgendwo gleich Belurat Turmsiedlung. Ja, das heißt, hier eine Siedlung um den Turm herum geschaffen. Wo wir jetzt oben waren. Wir haben den Turm ja gesehen da oben. Und wir haben ihn gesehen. Und wir können den jetzt auch sprengen, ne? Den Trollring. Ah nee, das war was anderes. Entschuldigung. Okay, los geht's. Wo war der Keller? War der hier lang? Sind wir hier überhaupt lang gegangen? Und hier war nicht der Keller. Hier war dieser Brunnen mit ein paar Gegnern, aber nicht der Keller. Und da waren die ganzen Kreuze hier, oder nicht? War das hier? Nee. Aber aus dem Gammel kam einer raus, das weiß ich noch. Moin. Ja, hau mal ruhig. Oh, noch nicht. Wie lang der ausschlägt und dann so auch richtig weit sich erstmal dreht. Damit habe ich nicht gerechnet, dass er so lange braucht, bis seine Attack-Animation da durch ist. Krank. So, komm raus. Ich weiß, dass du da bist. Ja, ja. Jetzt bin ich dran. Guckst, du musst einfach mal ein bisschen mehr blocken, ne? Das ist ja Trick. Das hier sind meine Nemesis, die Viecher. Dabei sind die ja gar nicht so kompliziert, aber trotzdem irgendwie läuft es nicht. Einmal unter die Kacke drunter. Irgendwie, ja, weiß ich nicht. Einmal zurückweichen oder so. Ich muss mir da noch was überlegen, wie wir das am besten angehen mit den Biestern. Die machen mir ordentlich Aua. Und du bist schon tot. Entschuldigung, ich wollte dich nicht noch tötiger machen. Hier ging das in den Brunnen irgendwo. Ach, ich finde den schon. Hätte man sich das mal gemerkt, ne? Oh, da ist noch einer. Oder zwei. Guck mal, jetzt lassen wir den einmal angreifen. Komm, greif mal an. Genau, so, 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 und jetzt sind wir dran. Wunderbar, so geht's. Dann passt das nämlich. Ah, greif ruhig mal an. Zack, und dann sind wir dran. Genau, so machen wir das. So, wo geht das Ding jetzt hier rein? Du musst doch hier irgendwo, ging das doch in den Keller.
In den kalten Keller ging das rein. War hier noch einer? Nee, ne? Ich weiß, dass hier gleich wieder so ein Dicker kommt. Der meint, er hat's drauf. Hallo. Bleib doch sitzen, du musst gar nicht aufstehen. Du kannst doch sitzen bleiben, das ist gar kein Thema. Schade. Schade. Ich hatte kurz die Hoffnung. Aber nope. Es ist immer noch am Huggeln. Schade. Hätte ja klappen können, aber hat es leider nicht. Na komm, greif mich mal an. Komm her, Digga. Ja, du zuerst. Komm. Komm ran. Mit dir denn los? Hat keinen Bock. Und dann halt nicht. Dann halt nicht. Oh! Hier müssen wir aufpassen. Da sind die zwei, die hier mit diesen von der Brücke runterschießen. Richtig uncoole Boys. Na komm. Du musst mal schneller. Ach, Junge, du brauchst mir zu lang. Ist ja richtig nervig. Aber ich glaube, wir sind am Keller schon vorbei. Hashtag Realtalk. Der Keller war doch schon, oder nicht? Ich muss nochmal wieder zurückgehen. Ich bin mir sicher, dass wir am Keller schon vorbei sind. Der wäre schon gewesen. Da hinten, glaube ich. Ich glaube, der Keller ist da hinten. Wenn wir hier runtergehen, da irgendwo an der Seite. Da, da ist er doch. Guck mal. Das ist der Keller, Leute. Nichts wie runter. Ganz entspannt. Da ist auch gemütlich da unten. Keller ist immer schön. Ab in den kalten Keller. Oh. Der eine chillt noch, der andere merkt, dass da einer ist. Hä, wer bist du denn? Ich wollte nur mal den Keller ansehen, deswegen bleibt mal entspannt und geschmeidig. Ich tue euch quasi fast gar nichts. Außer, dass ich euch umbringe, ne? Aber sonst tue ich euch nichts. Hallo. Mein Nacken, ne? Ja, moin. So, was steht hier? Voraussuchen. Geht los. Schlüssel zum Brunnenboden benutzt. Werden wir es bereuen, hier reingegangen zu sein? Vermutlich. Habe ich meine ganzen Seelen-Runen-Dinger wieder verloren? Ja. Mist. Ist das Gift-Schlabberscheiß? Das ist doch wieder Gift-Schlabberscheiß, oder nicht? Lippe aus. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Das ist Gift-Schlabberscheiß, ich sag's euch. Guck. Bam. Dann müssen wir wieder über die Inseln gehen und das Beste hoffen. Ach, die Viecher. Nee. Moin, komm ruhig ran. Ich kann hier nicht in den Gift-Schlabberscheiß. Dann müsst ihr schon zu mir kommen. Ja, genau. Komm mal ran. Bin lieber. Ja, genau. Einmal angreifen. Ups. Los, Feind. Dann drauf. Dann du. Läuft doch. Und noch ein Getränk. Ich brauche ganz schön viele Getränke. Muss ich jetzt zugeben, das ist noch eine. Komm mal her. Ich glaube, wir rennen mal rüber auf die andere Seite, auf das Dach. Guck mal, ich habe ganz schön viel Resistenz gegen Gift. Ist gar nicht so schlimm. Vorsicht vor Packung. Was denn, Packung Marlboro oder was geht da ab? Gibt's das überhaupt noch? Ich als Nichtraucher kenne mich da nie so aus. Hier kommen wir nicht hoch, aber vielleicht da nochmal lang. Neutralisierende Boli, sehr gut. Gerade in diesem Giftgeschlabbere kann man das gebrauchen. Plumpe Person, oh plumpe Person. Ja, das ist zu fett. Wir sind einfach dick. Wir kommen da nicht durch. Okay, dann würde ich sagen, Achtung, auf zur Packung. Wir schaffen das schon. Ich renne mal ein bisschen. Oh, sind das viele. Eklig. Erst du. Dann der nächste, bitte. Nächste, bitte. Oh, sind mal viele. Nicht kotzen. Ja, da war der Angriff ja mal richtig geil. Oh, das war ja... Oh. Fühlte sich richtig gut an. So, hier hoch, da hoch und da hoch. Da hinten ist ein dicker Ritter. Ah, Gruppe. Ja, da hinten ist noch eine Gruppe am Laufen. Hier ist noch ein Item. Schlangenpfeil. Da ist eine Tür und da geht's irgendwie nach oben. Die Frage, erst den Ritter oder erst Türen nach oben? Und merken die, dass ich da bin? Nee, ne? Die checken es nicht. Die sagen erst den Ritter, komm. Wenn wir nämlich da sterben, dann ist nicht so schlimm. Ist ein Schlimmer? Der sieht schon ein bisschen fies aus. Hashtag Realtalk. Mal gucken. Also ich glaube, der ist gemein. Der sieht gemein aus. Moin, Kollege. Na, willst du mich umbringen? Oh je. Yeah.
Oh ja. Bleib mal entspannt, bitte. Ich hab gesagt, du sollst entspannt bleiben. Das ist nicht entspannt, das ist mega unentspannt. Junge. Na gut, aber er ist tot. Schwert des Hornkriegers. Dankeschön. Und Hornkrieger-Beinschutz. Okay. Wie sieht's mit dem Tränkebestand aus? 5 noch, okay. Oh nein, noch mehr von den Viechern. Ich hab gar nicht gecheckt. Oh. Oh mein Gott, das sind ja noch mehr. Junge, was geht denn hier ab? Heilen, 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 heilen. Unvergiftet, scheiße. Nein, nicht nochmal heilen. Kacke. Läuft gerade nicht. Inventar. Boli, 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 Boli. Bitte benutzen, danke. Ich hasse Gift. Hasse das so sehr. Hasse das. Okay, dann können wir da einmal durch. Schnell. So, hier sind wir kurz sicher, habe ich das Gefühl. Also das Gefühl zumindest, man ist glaube ich nie sicher. Gut umschauen, machen wir sowieso. Also hier hinten haben wir uns jetzt ja glaube ich gut umgeschaut. Da war nichts weiter. Aber hier können wir uns nochmal gut umschauen. Erstens Leiter und dann Preisabkürzung. Okay. Aber erst umgucken. Erst gründlich umgucken, dann preisen wir die Abkürzung. Ist das ein Freund? Mal ich noch was, guck mal. Weißfleisch. Und hier geht's nicht weiter hoch. Dann, ja, wackeln wir nochmal gemütlich zurück. Schön durch den Gammel. War hier noch irgendwas? Nee, ne? Außer Gegner ist hier nichts mehr. Gut. Dann preiseten wir jetzt mal die Abkürzung. Hier hinten war nichts mehr. Da waren wir soweit gründlich. Da waren wir. Da war der Ritter. Haben wir alles gemacht. Okay. Dann geht's mal die kleine Strickleiter hier hoch. Die sieht richtig, richtig sicher aus. Man muss sagen, dafür, dass es so eine Strickleiter ist, die ja an so Seilen hängt, ist die rock solid. Da bewegt sich nichts, ne? Die schwabbelt oder wackelt nicht hin und her. Die ist super sicher. Ist das die Abkürzung? Reiset Abkürzung. Moin. Upsala. Was war das denn? Moin. Zack. Ja, ging ein bisschen daneben, ne? Wo sind wir denn hier? Ich chill mich erstmal hin. Ah, hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Also insofern alles cool. Das ist eine dicke Riesentür. Ist das der Eingang? Nicht von dieser Seite zu öffnen. Dann müssten wir die Tür doch aber auch aufkriegen, oder nicht? Wenn wir von der anderen Seite kommen. Das muss ja dann eigentlich irgendwie so hier sein. Lass mal versuchen, von hier aus auf die andere Seite zu gehen, weil das muss ja dann ein weiteres Shortcut sein. Dann gehen wir mal auf die Vorderseite der Bühne. I don't know, ob das ein cleverer Weg ist. Also das ist der Anfang. Hier ist das Mittelding. Ich versuche mal, die Tür von der anderen Seite zu öffnen. Das interessiert mich jetzt noch, ob man da sich auch noch ein weiteres Shortcut freimachen kann. Ich nehme mal an, ja. Würde ja irgendwie Sinn machen, ne? So, das muss dann irgendwie in diese Richtung gehen. Das Geile ist jetzt natürlich, wir sind sehr weit oben und ist alles voll hier. Komm ich denn wieder runter? Ach da, wie wär's mit der Treppe? Ja, eine gute Idee, ne? Manchmal habe ich so meine Ideen. Kurzfristig. Da können wir einfach hier runterspringen und abkürzen. Das sollte ja kein Thema sein, ne? Er wieder. Du so ein Arsch rein, Digga. Du bist so eine Fresse rein von mir jetzt in den Arsch da. Ah, wunderbar. Direkt in den After rein. Da ist auch Ruhe. So, ich würde tatsächlich eine Abkürzung nehmen, dass wir einfach runterspringen. Sind wir denn dann auf der richtigen Seite noch? Ah, es könnte knapp werden. Ja, doch, das passt. Wenn wir da rausgehen. Dürfte das passen? Die Frage ist, überleben wir das? Das sieht sehr hoch aus. Oh, da hängt so ein... da hängen die beiden sogar rum. Vielleicht ist das nicht so die clevere Idee. Das wäre so ein Tod, den ich wieder gerne vermeiden wollen würde, wenn es geht. Inventar, wir gucken mal. Erstmal die Karte ansehen, die wir uns noch nicht angeguckt haben. Eine simple, von einem Hornherold aufgezeichnete Karte.
mit den Standorten goldener Kreuze markiert. Das Kreuz steht für Mikelas Fußspuren. Okay. Schön, schön. Was haben wir hier noch? Echo des tanzenden Löwen. Ein in den Skadu-Baum gehauenes Echo des tanzenden Löwen. Die Macht seines Namensgebers kann durch eine Fingerleserin erschlossen werden. Alternativ lässt sich daraus auch eine große Fülle von Runen gewinnen. Als die Armee des Pfählers den Turm angriff, wurde das Ritual des Löwentanzes zum Kampfzweck umgewandelt. Seine Göttlichkeit, sein Zorn, seine leichtfüßige Schönheit. Kann ich nur zustimmen, das war sehr schön. Fliegenschimmel. Eine Art Pilz, der auf besonders reif riechenden Leichen gefunden wird. Also eine schön reif riechende Leiche. Wird bei der Jagd auf Menschenfliegen gefunden. Wird aus dem Fleisch und Blut von Menschenfliegen gezüchtet und kann als Topfinnereien verwendet werden. Lecker. Dann haben wir getrockneter Blumenstrauß. Ein malerischer Strauß getrockneter Blumen für ein kleines Grab. Der Tod eines von euch beschworenen Geistes erhöht die Angriffskraft. Die Trauer, die das frühzeitige Ableben eines geliebten Menschen hervorruft, ist eine Zärtlichkeit, die alle teilen, unabhängig vom Geburtsort. Dann haben wir noch den Schlüssel zum Brunnenboden, den haben wir jetzt ja benutzt. Ein grober, rostiger Schlüssel öffnet das Eingangsgitter am Boden des Brunnens in Bellurat, der Turmsiedlung. Und hier ist noch ein weiterer Schlüssel. Ein Schlüssel mit Spiralgravur öffnet die Tür zum Lagerraum im ersten Geschoss in Bellurat, der Turmsiedlung des Lagerraums. Wo ist der denn? Kriegsasche, Schrei des Kummers. Diese Kriegsasche verleiht einer Waffe die Affinität Okkult. Und folgendes Talent. Schrei des Kummers. Dieses Talent wird von den Unterdrückten eingesetzt. Schrei, der nahe Gegner zusammenzucken lässt und gleichzeitig tief sitzenden Groll hervorruft, wobei die Angriffskraft je nach verbleibender LP erhöht wird. Je niedriger die LP, desto größer der Effekt. Zur Verwendung mit allen Nahkampfwaffen. Also hier müssen wir nochmal gucken. Irgendwo muss noch der Lagerraum sein. Da waren wir auch 100 Pro schon mal, aber ich erinnere mich nicht. So, jetzt aber mal so einen Leuchtstein darunter schmeißen. Habe ich so welche noch? Regenbogenstein, Glühstein. Geht das mit beiden Steinen? Ist das eigentlich egal? Seife, ich nehme mal hier so einen Regenbogenstein. Nutzen. Schmeiß mal. Geht. Geilo, ihr wisst Bescheid. Let's go. Oh, oh, oh. Jo, hat geklappt. Läuft doch. Man muss auch mal so abkürzen, ne? Sehr schön. Vielleicht finden wir hier unten ja auch noch, Hier sind noch ein paar kleine... Bäh. Ja, ich komme von hinten. Das macht euch fertig, ne? Damit habt ihr nicht gerechnet. Hä, wo wollt ihr denn hin? Ich bin hier. Die Nasenbären. Wow. Junge, bleib mal entspannt, bitte, ja? Puh. Och, noch mehr von den Biestern. Ihr seid so eklig, Mann. Ernsthaft. Bäh. Verreckt einfach. So, lass mich mal auf die Map gucken. Ich höre es hier noch grubbeln und krabbeln. Ah, das kommt von da, ne? Irgendwo in diese Richtung muss die Tür sein. Ich gehe mal hier lang. Hier ist ein Fahrstuhl. Wo führt der hin? Fahren wir mal Fahrstuhl, komm. Man muss so ein Schloss auch richtig erkunden. Man kann da nicht einfach nur so durchrennen, ne? Das funktioniert nicht. Wo bin ich hier? Jetzt bin ich offensichtlich an meinem Tor schon vorbei. Oder ist das das Tor? Hier kann ich nichts machen, aber das... Ist das das Tor? Nee, ist ein anderes Tor. Ich bin sehr verwirrt, Leute. Ich bin sehr verwirrt. Fahren wir wieder hoch. Also auf jeden Fall will ich noch diese Futterkammer finden. Die muss noch. Und nochmal versuchen, das Tor zu öffnen. Irgendwo muss doch da eine andere Seite sein. Wenn er schon sagt, von dieser Seite aus ist das nicht zu öffnen, ist das ja quasi der direkte Hinweis. Versuch's mal von der anderen Seite, Bruder. Muss er dann irgendwo hier sein? Hier war nur irgendwo so ein dicker Ritter, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Er war letztes Mal schon so ungehalten. Ach moin. Hallo. Da wuchs mein Name. Na, Skin. Zack, zack, zack. Jetzt ist hier Ruhe. Hier bin ich auch nicht richtig. Ich finde das wirklich nicht, Leute. Tut mir leid. Man könnte jetzt nochmal hier runterspringen. Da ist der dicke Ritter. Na, Skin. Ich glaube, auf deiner anderen Seite. Da war irgendwo auch dieser Eingang. Der anderen Seite, wo dieser Ritter ist. Ich glaube, da war auch der Eingang
zu dieser Futter, diesem Futterlager. Da waren wir nämlich schon mal und wir konnten ein bisschen was looten, aber halt nicht alles, weil wir in das Futterlager nicht rein konnten. Jetzt nochmal hier lang. Das ist der gleiche Weg. Nee, dann weiß ich nicht, wo diese Tür sein soll. Ist ja eigentlich wieder weiter runter. Ich versuche mal die Vögel zu ignorieren. Ich muss ja auf die andere Seite, ne? Wir müssen auf die andere Seite rüber. Wo der dicke Ritter ist. Das können wir so machen. Das könnte klappen. Moin. Hau ich einmal zu. Danke, jetzt bin ich dran. Oh oh. Und nochmal. Wow, noch einer. Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Genau, bitte. Danke und trinken. Unbedingt trinken. So ist es fein. Jetzt aber was aus. Oh je. Leute, bitte mal entspannt bleiben. Nicht so von hinten in den Rücken reinfallen. Das finde ich immer gar nicht cool. Das macht man auch nicht, ne? Das ist sehr unhöflich. Na, es geht. Ich glaube, in diese Richtung war das mit dem Futter. Aber ich gucke nochmal kurz hier rein, was hier nochmal drin war. Da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob das vielleicht doch hier drin ist. Aber ich glaube, hier ging es nur nach oben. Hier ging das, glaube ich, nicht zum Futter. Aber eben kurz checken. So viel Zeit haben wir jetzt auch noch. Ging es hier zu dem dicken, geilen, goldenen Ritter? War der hier? Zog der hier seine Kreise? Und jetzt sind wir, glaube ich, wieder auf dem Dach, ne? Ja, nee, alles klar. Wieder runter. Es war noch ein bisschen weiter unten. Alter, wie viel Leben habe ich denn verloren? Achso, ich habe noch nichts getrunken. Alles klar. Ich dachte, ich hätte mir schon wieder so ein Ding reingezwirbelt, aber nö, nö. No, no. Hier lang. War das vielleicht hier oben? Nee. Hi. Wir nähern uns gleich wieder der Pause. Und letztes Mal standen wir genau auch hier. Und dann kam dieser fette Ritter da und hat mir voll auf die Fresse gehauen. Deswegen müssen wir jetzt wegmachen, bevor es in die Pause geht. Junge, 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 Junge. Oh mein Gott, das war aber sehr knapp. Junge, Junge, Junge. Gut, der ist wieder hinüber. Das ist schön. Wir gehen wieder auf Heilung und jetzt gucken wir uns weiter um. Wo war die Lagerkammer? Das gibt's noch nicht. Also hier nicht. Wir müssen, glaube ich, wieder noch ein bisschen zurück. Das war irgendwo weiter zurück. Hier ist jetzt die andere Seite. Dann muss das hier runtergehen. Man muss die da gleich eigentlich irgendwo kommen. War die vielleicht... War das das hier? Hier könnte das sein. Ja, doch, hier könnte das gewesen sein. Wartet mal. Mach dich weg. Dann mache ich dich weg. Und dich mache ich weg. Nee, hier war das auch nicht. Aber mir ist... Also, das muss hier irgendwo sein. Hallo. Oh, so ein Dicker wieder. Moin. Na, es geht. Dankeschön. Noch ein Dicker. Oh, Junge, der hat mir aber... Oh, noch einer. Oh. Wartet mal kurz, das geht gerade gar nicht. Das ist mir zu viel auf einmal. Jetzt mache ich den hier. Ihr seid zwei. Das ist der einzige vernünftige Weg. Ist das denn jetzt wirklich nicht hier? Warte mal nochmal kurz. Ich muss nochmal eben hochgehen. Mir wäre so, als wäre hier irgendwo eine Tür gewesen und da kamen wir dann nicht durch. Ich gucke sonst gleich mal im Internet. Aber das muss hier gewesen sein. Das sind die zwei Idioten, die mit Lasern rumlasern. Richtige Arschkrampen. Aber da gibt es die Rache. Wunderbar. Hier, das ist sie doch, oder nicht? Ah, der Lagerraumschlüssel. Moin. Bist du lieb oder bist du böse? Das, meine Lieben, finden wir erst im nächsten Part raus, denn jetzt machen wir hier einen kleinen gemütlichen Break. Ist gut, Hahn. Meine Lieben, ihr hört den Hahn krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle hier so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback sehr, sehr gern unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.